P. Is it P? Breaking 4. Keep this accelerating. Alter, ist das kompliziert. Ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt zu dem Game hier sagen soll oder denken soll. Ja. I don't know. Remaining distance. Das ist alles so kompliziert. Habe ich eigentlich einen Körper? Ne, habe ich nicht. Was? Hä? Was ist das? Was? Okay. Do not depart under the... Passer is hearing. Hi. Hi. Hasa. Ja, gut. Ja. Schöne Gegend hier. Das Spiel könnte irgendwie von 2001 sein. Von der Grafik her, aber okay. Auch schönes Overlay hier. Kein was wofür G-Dog steht. Ach gut. Wenigstens kann ich hupen. Wenigstens etwas. Stopping Kawarazaki. We are soon arriving at Kawarazaki. Hier gibt es jetzt ein Schild, wo alle Züge gleich weit vorne anhalten müssen. Das einzige, was hier eigentlich gut aussieht, sind die Leute und die U-Bahn selbst. Und die echten Werbungen. Fällt mir gerade so auf. Anime-Stuff. Irgendein Aquarium. Wahrscheinlich irgendwie eine Hautcreme. Ein Konzertessen. Ah, sorry, wir müssen ja weiter. Hi. Reduce Signal. Okay. Einfach fahren. Kommt schon gut. ATS indicator. Repair the signal. The ATS is always checking to make sure that the speed is not higher than the speed limit of the signal. 5 km/h darf man schneller fahren als das Speed Limit. Hm.
The next station is Komano. Als ob ich mir das alles merken könnte. Handsignal. Speed Limit. Location. Ja, gut. B4. Wahrscheinlich wäre ja nee, wir wissen die Spur nicht. Stop signal approaching, pay attention. Handling before stop signal. Junge! R40, R25, RO. What the hell? Ja. Kommt gut. Einfach machen. Das Spiel sagt mir, was ich machen muss. Bisher. Ich möchte mal anmerken, dass es bloß die erste Lektion ist. Und ich glaube, es gibt hier 10 Level von Lehren, wie der Zugebrauch funktioniert. Ja. R25. Ich darf ja nicht be... Ja. Hä? Since the train is currently running with 4 cars, we should stop at 6. Okay, alles gut, machen wir. Teji. End of tutorial scenario. Junge. So. Schaut es euch an. 1, 2, 3, 4, 5. Dann dieses Schlagzeug. Conductor's work ist noch under construction. Egal, wir fahren jetzt mal ohne Score. Kann ich auch den Zug auswählen? Darf ich das nicht? Vielleicht möchte ich einen anderen Zug fahren? Denn, was war's? Premium 3000 oder irgend sowas. Cancelled. Hä? Driving select from timetable cancelled. Fünftausenddreihundert. Nigihama? Nigihama, hä? Einfach machen. Und da gab es, glaube ich, eine Train Customization. Ah, ist der Prolog einfach. So, ja, das ist halt nur die Demo. Ja, gut. Dann war es das vor mit der Demo schon. Training without scoring. Train.
Set Customization. Okay, man kommt hier immer wieder zum gleichen. Gut, das war's von dieser Demo. Keine Ahnung, ob ich das hochlade. Ja. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht habe ich da einen passenden Knopf dazu. Fuck this shit, I'm out. Genau. Das würde ich sagen. Das Spiel ist etwas weird. Sehr kompliziert. Die Sounds sind... Ja, gut. Ich glaube, ich könnte euch das ausmalen, was ich mir denke. Die Grafik ist so 2000er-mäßig. Das Game ist auf WQHD gestellt. Ja. Ist vielleicht eine schöne Idee, aber irgendwie zu kompliziert. Für meine Verhältnisse zumindest. Vielleicht jemand, der wirklich so angefressen ist und gerne Zugsimulatoren fährt. Kann sich hier reinfressen und wahrscheinlich Freude daran haben. Das möchte ich gar nicht unterstellen. Aber für mich ist das nichts. Schön, dass ich es angeschaut habe, aber wie gesagt, meine letzten Worte. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm.